Anfang war etwas verhalten von den Gästen her, sind langsam zu uns wieder ins Restaurant gekehrt. Am Anfang natürlich verhalten, aber jetzt langsam hat sich, wird sich das, glaube ich, verbessern und erholen. Und wir hoffen, dass auch mit der Pandemie, die uns noch länger begleitet, wir unser Restaurant weiter aufrechterhalten können und die Gäste so empfangen. Maßnahmen haben wir im Bereich von Personal getroffen. Wir mussten leider viel Personal entlassen, deswegen bieten wir jetzt im Moment nur eine kleinere wechselnde Karte an. Und deswegen bleibt das erstmal dabei und wechselt und schauen, wie sich das dann verhält. Und dementsprechend entweder stellen wir neues Personal ein oder bleiben erstmal dabei. Ja, durch die Vorschriften des Landes haben wir rund 60% unserer Sitzplätze verloren und dementsprechend auch große Umsatzeinbußen. Und deswegen ist es etwas schwieriger als vorher. Ja, aufgrund der Corona-Maßnahmen können wir leider unseren wunderschönen Weinkeller nicht benutzen, da er keine Fenster besitzt und die Infektionsrisiko einfach zu hoch ist. Ja, am Anfang, als wir wieder eröffnet haben, war es für alle natürlich neu und man musste sich natürlich daran gewöhnen, wie man den Ablauf vom Restaurant hat. Man musste von der Tür abgeholt werden, dann wird man zum Tisch gebracht. Natürlich immer die Hände desinfiziert an unserem Ständer dort und die Maskenpflicht, daran muss man viel erinnern am Anfang, aber jetzt im Moment geht's und die Leute halten sich daran. Kommen generell weniger Gäste zu uns in die Restaurants und das merkt man schon, dass dort viele Gäste einfach noch verhalten sind und Angst haben, sich anzustecken. Und deswegen ist natürlich in der Gastronomie etwas schwieriger geworden. Und deswegen. Durch den eingeschränkten Platz haben wir natürlich auch viele Sitzplätze im Außenbereich verloren, den wir leider nicht erweitern können. Da haben wir knapp 40% weniger Sitzplätze und ja, leider dementsprechend auch weniger Angebot. Also wir stellen uns darauf ein, dass es bis ins nächste Jahr geht, gerade im Herbst, wenn die kältere Jahreszeit anfängt und dort vielleicht nochmal eine zweite Welle entsteht. Gerade jetzt sieht man bei den aktuellen Fällen, dass die Infektion einfach rasant schnell sich entwickeln, gerade bei Tönnies oder anderen Sachen wie im Gütersloh und so. Und deswegen stellen wir uns darauf ein, dass es bis nächstes Jahr auf jeden Fall läuft.